So, willkommen zurück hier auf der Insel Korinnes in Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe mein Fleisch hier gerade gebraten. An diesem Herd seht ihr den Felsspritzer. Dann liegt hier ein Schlängel Sumpfkraut. Und da ist noch eine Truhe. Links, rechts, zwei, nein, links, rechts, links, zweimal rechts, links, rechts, links, zweimal rechts. Ja, okay, ein paar Sachen kann man machen. Habe ich jetzt wieder was übersehen? Nee, okay, gut. Ich habe mich hochgeheilt, ich habe mein ganzes Fleisch gebraten, ich habe ganz viel davon gegessen, habe den Fisch gegessen, habe mich komplett geheilt. Da ist nichts zu holen. Und ich denke, ich habe jetzt alles von seinen Sachen, oder? Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden. Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit! Hier hast du die Sachen. 100 Goldmünzen, ein Goldkelch, eine silberne Schale und ein Amulett. Sehr gut. Hast Glück, dass du nicht dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Ja, okay, das ist durchaus richtig. So, ganz kurz noch, beim hier hochlaufen ist mir was aufgefallen. Und zwar, gibt es hier hinter dieser Hütte, da glitzert so was Tolles und das ist eine Spruchrolle. Ich habe zwar keine Ahnung, was für eine, aber hey, eine Spruchrolle. So, gut, ich habe endlich die Informationen, die ich brauche, um hoffentlich festzustellen, wo die. Hey, du. Naja, damit Vatras mir vertraut. Genau. Wegen der verschwundenen Leute. Ich weiß, wo die vermissten Leute geblieben sind. Ach. Der ehemalige Erzbaron Raven hat sie verschleppen lassen. Bist du sicher? Dann müssen wir sie da rausholen. Ich arbeite dran. Na gut, aber du weißt ja, wenn du meine Hilfe gebrauchen kannst, dann weiß ich, wo ich dich finde. Schon klar. Das wird noch viel schlimmer. Naja, das hat ja bisher nicht so gut geklappt mit deiner Hilfe. Zugegeben, es ist ein Bug. Dafür kann er nichts, der gute Laris. Aber es ist trotzdem, es hat einen leichten Beigeschmack. Ich glaube, das kann auch nur passieren, wenn man Magier ist oder so. Meinen Sie das Also, ich habe es halt irgendwie genau getroffen. Zufällig. So, ich werfe nochmal kurz einen Blick hier rein. Genau. Die Vermissten und die Wassermagier. Daran bin ich gerade. Genau, alles andere hat mit. Oder? Doch, genau. Das ist mit Suchenden, das ist mit Suchenden, das ist mit Orks, das ist mit Suchenden. Was ist das denn? Ach so. Brutus, im Minental, glaube ich, will ein bisschen Geld von mir. Stimmt. Dragomirs Armbrust, ja, die habe ich nicht gefunden. Lucia, tja, keine Ahnung, wo der hin ist. Die schnaubende Kreatur ist ein Drachensnapper, den schaffe ich noch nicht. Daran bin ich gerade. Joe, keine Ahnung, wird so einer von den Vermissten sein, oder? Der wird bei den anderen sein, nehme ich an, im neuen Teil der Insel. Das Experiment. Stimmt. Das hätte ich mal irgendwann noch einsetzen können. Und das Auge Innos, das verzögere ich ja gerade absichtlich, weil ich zuerst endlich mal in die Und Erweiterung das will. Meer gab das. Hey! Von daher ist das Einzige, was ich jetzt tun kann, erstmal das hier. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Und dann das da. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinnes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Nein, hey, dafür bin ich da. Ich bin ja schließlich der Beste. Hey, geht es jetzt? Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja. Gut. Du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Du bist der erste Magier des Feuers, der zu unseren Kindern gehört. Darüber freue ich mich besonders.
Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der Iren erkennen. Aber ich bin doch gar kein Ire. Ja, und wo ist jetzt das ist doch wahr. Treffen? Ah ne, warte mal, du gehörst auch dazu, gell? Ich wundere mich über gar nichts. Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Was? Das Treffen ist heute? Sie werden schon noch kommen. Sie werden schon noch kommen. Ja, wir werden ja sehen. Ja, sag ich doch. Orlan gehört dazu. Und, ein Almanach der Besessenen. Den sollte ich vielleicht mal Pyrokar bringen, bevor ich ihn aus Versehen lese. Ring der Erleuchtung, Ring der Unbezwingbarkeit, Ring des Wassers. Oh, den von Laris habe ich immer noch. Den könnte ich hier mal zurückgeben. Kord gehört zum Ring des Wassers? Das ist mir neu. Das ist kein Geheimnis. Das ist mir aber sowas von neu. Ga'an, okay. Gut, Kavalorn wusste ich schon. Und wer ist das da? Da muss man auch mal zuhören. Martin, der Proviantmeister vom Hafen. Nein, der ist auch vom Ring des Wassers. Verrückt. Da muss man auch mal zuhören. Das gibt's doch nicht. Immer diese Geheimorganisation. Das war doch schon vorher. Das heißt, das sind sowas wie die Illuminaten. Nur halt. So, mein junger Freund. Wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Es sind natürlich nicht alle, die dem Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch Fragen? Ja. Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Kord. Er ist ein Meister der Klinge. Ga'an zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Kavalorn lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Ich muss weiter. In Ordnung. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Geh nun umgehend zu Vatras und lass dir deinen ersten Auftrag geben. Brüder des Rings, lasst uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. Ja. Du, sag mal, Laris. Wir sehen uns später am Hafen. Ganz kurz, dein Ring. Wir sehen uns später am Hafen. Okay. Martin Kord. So, ich habe in der Zwischenzeit nachgedacht, was ich mit meinen 21 Lernpunkten tue. Und ich weiß es. Nämlich, Mana lohnt sich gerade noch nicht. Geschick lohnt sich sowieso nicht. Stärke habe ich genug für die nächste Waffe. Willkommen im Ring des Wassers, Bruder. Und am meisten. Du solltest jetzt zu Vatras gehen. Und am meisten würde mir bringen, glaube ich, wenn ich meinen Zweihandskill erhöhe. Allerdings, ich sehe gerade, ich habe die Rüstung des Rings des Wassers an. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Die ist nicht wirklich besser als meine Magierrüstung. Ja, und ich habe ja draußen, als ich drinnen stand, einen Kampf gehört. Da kam wahrscheinlich der Suchende vorbei, ne? Ja. Und da hinten. Moment, erstmal die Pflanzen hier sammeln. Das war wohl der da. Da kam wohl ein Suchender vorbei. Und hat sich mit ihm angelegt. Und jetzt ist der arme Mann tot.
Immerhin hat er einen Wacholder dabei. Er hat wohl zuletzt getrunken und ist damit wahrscheinlich glücklich gestorben. So, Laris ist nicht da. Ich würde Laris gerne seinen Ring zurückgeben. Warum geht das nicht? Egal. Ich gehe jetzt mal zu Vatras und hol mir den Auftrag. Hoffentlich ist es der Auftrag mit den anderen Wassermagiern in den neuen Teil der Insel zu gehen, durch das Portal. Denn dort sind ja schließlich die Banditen, die wir gerade suchen. Und die Vermissten. Und überhaupt, ich will dorthin. Das ist die Erweiterung, verdammt nochmal. Und es kann doch nicht sein, dass ich erst in Folge 100 oder später in die Erweiterung komme. So, jetzt hier. Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Geht doch. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Corinnes gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Möge Adanos dich leiten. Na, klasse, Saturas. Der mag mich ja ganz besonders, ne? Okay, kann ich hier in der Stadt... Nein, kann ich nicht. Ich würde gerne noch einmal kurz zum Kloster. Ich habe ja diesen Almanach dabei. Denn im Kloster kann ich jetzt auch mal meinen Mana wieder auffüllen, indem ich mich kurz pennen lege. Da muss ich nichts verschwenden. Andererseits, wenn ich eh schon hier bin und ich habe immer noch relativ viel Geld, könnte ich mir ja auch nochmal Tränke kaufen, ne? Das hätte ich dir vorher sagen können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, bevor ich jetzt in den neuen Teil der Welt aufbreche. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ach, Salandriel, ja. Du magst mich ganz besonders, glaube ich. Ich weiß auch schon warum. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, alle auf der Liste. Nee, habe ich nicht. Bromo habe ich nicht. Also Bromo, ne, habe ich, glaube ich, noch nicht. Fernando hatte ich, genau. Vino hatte ich und Malak hatte ich. Bromo hatte ich noch nicht. Und es gibt immerhin noch keine neuen. Das ist schon mal positiv. Genau, wie gesagt, ich weiß, wo ich meine Lernpunkte reinstecke, um meinen Schaden derzeit erstmal... Ich bin bereit für das ...maximal zu erhöhen, nämlich hier rein. Bedenke, du kämpfst gut, wenn du den Gegner steuerst und ihm keine Möglichkeit gibst, sich selbst zu steuern. Ein Diener Innos kämpft nicht nur mit dem Stab, sondern auch mit dem Herz. So, und jetzt habe ich noch 6 Lernpunkte. Das reicht nochmal für 2. Ein Diener Innos provoziert keinen Gegner. Er überrascht ihn. Ja, ist okay. Ganz egal, wo du auch hingehst, nimm immer deinen Stab mit. Ach nee, wirklich? Und die letzten beiden... Ach komm, was soll's, dann hau ich dir doch auch noch rein. Kämpfe für Innos. Innos ist unser Leben. Und dein Glaube gibt dir Stärke. Ja, dankeschön. Denn jetzt habe ich eine 10%, nee, eine 13% höhere Chance sogar, einen kritischen Treffer zu landen. Und das ist sehr viel wert. Ja. Ich brauche ein paar Dinge. Werde ihr sehen, wenn ich kämpfe. Ganz bestimmt. So, ich brauche bitte... Ich hätte einmal gerne das Amulett nicht mehr, dieses Amulett nicht mehr und dieses Amulett nicht mehr. Den Ring will ich tragen. Der gehört Laris. Und ansonsten so an magischen Dingen, was kann ich ja noch verkaufen? Ich sehe gerade nichts, was ich ihn verkaufen könnte. Da ist noch ein Lederbeutel mit ein bisschen Geld drin. 25, so wenig wie der Wert ist wohl. Genau. Was kann ich ihm noch verticken? Ich glaube nichts, oder? Kampfstab des Rings des Wassers. Der ist ein bisschen schwächer als meine Waffe. Der bringt nämlich keinen Zweihandbonus. So, ich fülle mal hier auf 40. Sollte reichen fürs Erste, oder? Ach komm, 16. Kriege ich die alle? Ja, guck mal, und wie ich die alle kriege. Ist doch großartig. Bevor ich dann hier aufbreche, kann ich mir eigentlich auch hier alles besorgen. Und ihn auch immer komplett leer kaufen. Oder? Kriege ich das genau alles? Ich kriege genau alles. Ich werde verrückt. Großartig. Jetzt habe ich leider so ziemlich gar kein Geld mehr. Und auch kein Mana mehr.
aber ich bin ausgerüstet. Das heißt, ich werde mich jetzt ins Bett hauen, damit ich Mana habe. Und dann werde ich mich in der nächsten Folge zu den Wassermagiern begeben. Und endlich mit ihnen in die Erweiterung aufbrechen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann endlich Raven jagen. Auf Wiedersehen!